Die Flaggen der vier Großmächte gehen nieder. Die Konferenz der Außenminister in Berlin ist zu Ende. 23 Sitzungstage brachten weder für Deutschland noch für Österreich den erhofften Erfolg. Die enttäuschten Hoffnungen von uns allen wurden von der Westberliner Bevölkerung in einem langen Schweigemarsch zum Schöneberger Rathaus ausgedrückt. Sie forderte freie Wahlen und bekundete unsere Verbundenheit mit den Menschen in der Ostzone. Auch in Österreich protestierten gewaltige Menschenmassen gegen das Joch einer weiteren Besetzung. Der Wiener Bürgermeister Jonas forderte die staatliche Souveränität und den Abschluss des Staatsvertrages. Zusammen mit anderen Kabinettsmitgliedern kam Bundeskanzler Dr. Adenauer nach Berlin. Mit einem Omnibus macht er eine ausgedehnte Stadtrundfahrt. Am sowjetischen Ehrenmal vorbei geht es zur Sektorengrenze. In der Ostpreußenhalle bekundete der Kanzler die unendliche Verbundenheit mit der Ostzone und nahm Stellung zu dem Ausgang der Konferenz. Berlin hat Klarheit geschaffen über das heute Mögliche und das heute noch Unmögliche. Unsere Aufgabe ist es, alles, was in unserer Kraft steht, zu tun, damit die politische Linie der drei Westmächte dieselbe bleibt. Das heißt, alles zu tun, damit die Einheit Europas hergestellt und die Verbundenheit mit den Vereinigten Staaten gewahrt bleibt.